Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Summer in Mara. Oh, hier kann ich etwas ernten. Das machen wir gleich mal. Ist vielleicht mit Sehen etwas komisch übersetzt, aber mir egal. Ich nehme was jetzt hier mit. So, wir werden uns jetzt wohl auf die große weite Reise machen. Übrigens, ich kann hier wohl... Ah, hier kann ich mir die Mission angucken. Ah, oh, Rucksack. Okay, ich kann mir verschiedene Rucksäcke mir anschauen. Recycling Points, Scrap Mail Found, okay. Klar. Okay, einfach auf dem Steuerkreuz nach unten drücken, da kann ich mir das ansehen. Nach oben drücken. Und wenn ich nach unten drücke, komme ich ins Inventar und nach oben sind die Missionen. Okay. Gut. Wurde mir als Tipp gegeben, mal das Steuerkreuz zu benutzen, aber wie ich mich jetzt ausruhen kann, ich dachte irgendwie, dass ich mich über das Steuerkreuz auch irgendwie ausruhen kann. Aber das passiert irgendwie trotzdem nicht. Wie kann ich mich denn ausruhen? Missionen, Lebensmittelstatus. Keine Ahnung. Okay, ja. Ach, muss ich jetzt das hier noch vorher reparieren, dass ich aufs Boot kann? Oh, das ist ja fies. Okay. Okay, immer mit der Ruhe. Was brauchen wir? Wir brauchen ganz viele Bretter und Seile. Wo kriege ich denn Seile her? Seid ihr wahnsinnig? Wo soll ich denn Seile herkriegen? Okay. Das wird jetzt nochmal aufregend. Was hatten wir hier? Das war noch Deko. Ich sammle vor Schreck erstmal diese Muschel hier ein. Vielleicht finde ich hier irgendetwas Angeschwemmtes, was mir helfen könnte, wie diese Muschel. Ja, bestimmt. Nee. Sonst noch hier irgendwas? Ich kann mir vorstellen, dass man irgendwie aus Pflanzenfasern Seile machen kann. Ich schau einfach mal. Ich gehe erstmal nach Hause wieder. Dieser riesen Rucksack, ne? Der ist echt groß. So. Dann schauen wir mal. Ich glaube, so eins, zwei Seile. Ich glaube, zweimal Faden brauchen wir für Seil. Also einmal, zweimal Faden habe ich schon. Das ist ein komischer Satz, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Komm her, Orange. Dich nehme ich mit. Schauen wir mal. So. Betreten. Werkstatt. Einmal Seil kann ich auf jeden Fall machen. Ja. So, aber das zweite Mal wird's eng, weil ich jetzt hier keine Fäden mehr habe. Oh je, nee, das kann ja heiter werden. Wo kriege ich denn jetzt hier Fäden her? Ich habe einmal welchen gefunden, als ich hier eine Kiste irgendwie am Strand zertrümmert habe. Und dann hört es auch schon wieder fast auf. Und, wo soll ich denn hier alles hernehmen? Steigt mal hier dagegen. So. Nun gut. Dann haue ich hier mal gegen die Bäume und hoffe, dass da eventuell auch hier und da mal ein paar Pinienkerne rauskommen. Weil sonst sehe ich echt schwarz für die Pinienpopulation hier. So. Nehmen wir auch noch mit. Das gute alte Harz. Eventuell muss auch ein Strand ablaufen. Vielleicht finde ich da noch irgendwo Seile. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Eins nach dem anderen. So. Nehmen wir erstmal das ganze Holz mit. Keine Sorge, Natur. Das bekommst du alles irgendwann wieder. Oh, Frames machen gerade nicht mit. Aber jetzt geht's wieder. Huh. So. Okay. Gehen wir mal runter an den Strand und hoffen, dass wir da irgendwie was Seiliges finden. Oder vielleicht... Oh, wir haben auch wieder Würmer. Perfekt. Da können wir vielleicht auch was draus kochen. Das wäre natürlich super. Hey. Oh, mehr helfen kannst du mir aber auch nicht, hä? Na gut, wir gucken mal, ob wir noch irgendwas Interessantes finden. Wie diese Insel da vorne, wo etwas angeschwemmt ist eventuell. Was ist das? Vielleicht finde ich da Seile. Eine Truhe? Das sieht vielversprechend aus. Das sieht sehr vielversprechend aus. Das zerschlagen wir mal mit der Axt. Geht das? Ja. Wow. Naja, okay, ein Holzbrett haben oder Licht haben. Gut, also diese Sachen, die hier sind, die sollten wir immer mal zerschlagen. Da finden wir eventuell auch mal ein paar Supplies. Das ist ganz gut. So, was haben wir hier? Was bist du denn? Wieder eine Muschel. Hm. Noch eine Muschel. Eine komische Schnecke. Hm. Eine Ruschmesse abwechslungsreicher sein. Ah, da ist noch so eine Kiste.
Oh, hoffentlich ist es in ein paar Fäden drin. Was ist das denn? Maissaat, wie es aussieht. Das ist auch mal interessant. Das können wir anscheinend Mais anpflanzen. Das ist gut. Oh, noch so eine Muschel. Das lohnt sich auf jeden Fall. Nur, das kann so eine Weile dauern mit denen sein. Vielleicht gucke ich auch mal, wie ich irgendwie anders an Fäden rankomme oder an die Seile. Das mache dann aber Offscreen-Arbeit. Das möchte ich jetzt ungern während der Aufnahme machen. Was ich aber gerne während der Aufnahme machen wollen würde, ist etwas zu kochen. Das wäre doch eigentlich eine ganz gute Idee. Hm, aber erstmal laufe ich den Strand noch ab. Vielleicht finde ich ja noch so eine angespülte Kiste. Ich befürchte fast nein. Wir schauen mal. Ach, ich denke mal bei dem Eimer da, dass es eine Kiste ist. So, okay, soweit ist hier nichts. Aber wir können jetzt hier vielleicht nochmal so ein paar Flundern fangen. Du bist keine Flunder. Doch, du bist eine Flunder. So, okay. Angeln gehen. Es sind keine... Es gibt keine großen Fische mehr. Ich sollte warten, bis die kleinen Fische ausgewachsen sind. Was? Was soll das denn heißen? Es gibt null Flundern oder wie? Ich weiß ja gar nicht... Okay. Soll ich schon irgendetwas anderes angeln? Oh je, die Zeit vergeht schon wieder so schnell. Ich komme hier gar nicht hinterher. Huch, achso, da war ja das Reparieren. Gibt's hier was? Kann ich hier was angeln? Okay, angeln gehen. Ich habe keine Schnur für meine Angelrute. Oh mein Gott, ich habe keine Schnur mehr, oder was? Oh mein Gott, ich brauche Schnur. Schnur, Schnur, wie kriege ich... Schnur, Schnur. Wie kriege ich denn Schnur? Ich brauche so dringend Schnur, Alter. Jo, was geht? Das stresst mich gerade ein bisschen. Kann ich hier reingucken? Gibt es hier noch irgendwas? Nee, hier ist nichts mehr. Ich gehe mal schlafen. Hilft das irgendwie? Ich muss mal ein bisschen rumgucken. Ihr wisst bestimmt schon, wie es geht. Und ich stehe hier rum wie der letzte Depp. Und habe keine Ahnung, was abgeht. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um. Ich finde es schön, wie meine Ausdauer langsam sinkt, meine maximale. Und ich keine Ahnung habe, wie ich die regeneriere. Was gibt's hier? Zur Not muss ich echt mal nachgucken. Ich finde auch der Sound, da ist irgendwie so... Ich weiß nicht, so wenig. Es ist gerade so leise. Ich bin im Verhältnis so laut. Vielleicht mache ich auch mal ein bisschen die Umgebungsgeräusche hier lauter und die Musik ein bisschen leiser, dass ihr ein bisschen was hört. Ich habe das Gefühl, dass das so, dass die Umgebungsgeräusche unterproportional leise sind. Im Gegensatz zu der Melodie, die immer mal läuft. Da muss man noch ein bisschen Feintuning betreiben. Ich sammle jetzt erstmal noch ein paar Orangen ein, in der Hoffnung, dass das irgendwas bringt auf lange Sicht. Ich habe keine Ahnung, ich nehme die einfach mal mit. Vielleicht pflanze ich auch noch ein paar. Oh, da vorne sind auch noch Brombeeren, sehe ich gerade. Ja, einfach mal so ein Brombeerstrauch. Was geht? Ja, damit. Einfach mal die Brombeere abgetreten. So richtig rowdy-mäßig. Ah, hier ist noch ein Pinienkern. Oh, sogar zwei. Nehmen wir mit. Perfekt. So. Ich schaue mal hier rüber. Vielleicht gibt es hier irgendwie einen Hinweis, wie ich eventuell irgendwie an Schnur herankomme. Ich kann ja jetzt nicht mal angeln. Ich habe jetzt hier meinen Angelwillen, meine Angelmöglichkeit verwirkt. Ist da hinten irgendwas? Komme ich da irgendwie hoch? Ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Was ist denn das hier? Erinnern. Oh, ist das ein Grab? Ich brauche eine bessere Hacke. Das ist bestimmt das Grab von ihrer Oma, die sie aufgezogen hat und gefunden. Das ist super sad. Ich habe den Tank aufgefüllt. Oh Mann. Huch, runter wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Jetzt bin ich schon runtergefallen. Okay, am besten schau mal, wie ich irgendwie Seil mache. Oder ich gucke einfach mal nochmal in den Werkzeugschuppen. Vielleicht ist Seil irgendwie ein Seilrezept oder so. Oder beziehungsweise ein Schnurrezept. Und ich habe es einfach noch vergessen oder übersehen. Weil wenn nicht, haben wir jetzt hier ein richtiges Problem gerade. Ich stelle mich hier echt dämlich an, glaube ich. Ich weiß nicht, ich mache irgendwas falsch. Oder ich muss einfach ranschwimmen. Oh, okay. Oh, ich
brauchte das nicht. Ich konnte einfach so in das Boot einsteigen. Oh. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hey. Schwimme einfach mal ins freie Nichts und hoffe, dass ich irgendwann was sehe. Ich weiß gar nicht. Offene See. Wurde uns irgendwie gesagt, in welche Richtung wir müssen? Ich weiß nicht wieso. Ich dachte irgendwie, dass wir das Bootssteg unbedingt brauchen, um ins Boot zu können. Das ist irgendwie so drin. Hoffentlich wird mir jetzt aber auf der neuen Insel Schnur oder so. Ich habe keine Ahnung, was mich erwarten wird. So, okay. Okay, vor uns scheint eine Insel zu sein. Und daneben ist irgendwie ein Fisch abgebildet. Oh, da ist noch ein anderes Boot. Quailies! Das klingt überhaupt nicht gequält. Du hast einen neuen Ort in Mara entdeckt. Yay, hallo Quailies! Na, Popo, du hast einen sehr guten Orientierungssinn. Ich habe keine Ahnung, ich bin einfach irgendwo hingeschwommen. Könntest du für immer mein Reiseführer sein? Du bist die Beste. Ah, na, Popo ist also ein Mädchen. Vielleicht können wir die Yayas dort drüben fangen. Yayas? Ich weiß gar nicht. Ich habe neulich gesehen, dass hier irgendwie Fische abgebildet sind oder jedenfalls ein Fisch. Dass wir da eventuell irgendetwas erangeln können. Ich weiß es nicht. Wir können auf jeden Fall auch im Boot schlafen. Das ist auch gut. So, jetzt müssten wir gleich beim Fisch sein. Ich bin ein schwuler Fisch. So, können wir hier angeln oder so? Ist das so, kann ich jetzt hier eine Reuse? Oh. Angeln gehen. Ich habe keine Stoffe für meine Angelrute. Okay, wir haben immer noch das gute alte Schnurproblem. Ich habe keine Ahnung, wie ich an Schnur komme. Vielleicht kann ich auch aus Wolle irgendwie Schnur machen, wenn eine Schafe haben sollte oder so. Wir finden das raus. Wir müssen nur erstmal jetzt hier eine Art Lagune, Küste, was auch immer finden, wo wir anlegen können. Kann ich einfach hier so jetzt aufs... Oh, nee, das geht nicht. Das wollen sie nicht. Ich muss jetzt hier eine Anlegestelle finden, befürchte ich. Na, schauen wir mal. Ich schwimme einfach mal um die Insel rum. Vermutlich ist gleich hier unten eine. Und ich, Doofi, bin erstmal drumherum, weil ich erstmal zu diesem Fischding wollte, obwohl ich keine Angelrute habe. Wow! Das sieht gut aus. Hier kann man bestimmt anlegen. Das sieht so aus, als ob es so gewollt ist. Ja. Perfekt. Nun sind wir in der Hood und können uns Schokolade kaufen. Bin ich jetzt hier auch... Ist das auch so da, wo die Map ist? Nein, falsch. Hier so? Ich glaube ja, hier ist es eine Karte von dem Ort. Interessant. Pili, Saimi, Caleb, Noho und Bram. Pretty interesting. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Hi, was geht, Bro? Über diesen Laden habe ich nie etwas Gutes gehört. Find ich gut. Gehen wir gleich mal rein. Huch. Geschlossen. Nur geöffnet zwischen 10 und 16 Uhr. Oh. Perfekt. Oh, kann ich das mitnehmen? Kann ich das mitnehmen? Oh, Müll. Ich habe Müll mitgenommen. Wir geben der Natur was zurück, okay. Oh mein Gott, ich kann den Müll looten. Das ist ja das ultimative, sei gut zu deiner Umweltspiel. Ich weiß es nicht. Man könnte sich natürlich die Insel angucken. Die Stadt. Alles erkunden. Aber nö, ich laufe erstmal hier irgendwie random irgendwo rum und sammle Müll auf. Das ist voll mein Ding. Kann ich irgendwie hoch? Ich stelle mich gerade ziemlich doof an, ne? Ich kann hier nicht, oh mein Gott, was tue ich? Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ich will eigentlich einfach nur auf die andere Seite. Ich will da hoch, ich habe keine Ahnung, wo komme ich jetzt raus? Ah, hier, okay. Laufen wir mal hier oben rum. Oh, das sieht schon so ganz nice aus. So, perfekt. Unsichtbare Wand des Todes. Oh, der sieht cool aus. Der sieht cool aus, hey Mädel. Habe ich etwas im Gesicht oder was ist los? Okay, du siehst nett aus, mit dir rede ich. Gefällt dir mein König der Piratenkostüm? Ich musste von hinten sagen, es hat ein bisschen was von Ruffy, ne? Und dann kommt auch dieser Kommentar. I see what you did there. Geil. Okay. Gut, wir sammeln jetzt hier einfach mal Müll ein. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das irgendwie recyceln. So wie bei Harvest Moon, sage ich schon. Wie bei, sag schon, oh. Geil! Erstmal hier geil die Raupen wegsnacken. Oh, was ist da? Was ist da?
Hi. Sprechen. Hallo. Handeln kann man auch. Oh, ich kann bei ihm Salat und Baumwollsamen kaufen und Zwiebeln. Oh, Baumwollsamen klingt vielversprechend. Ich habe noch kein Geld. Du kannst diesen Artikel nicht. Du hast dich. Ich würde gerne irgendwie etwas verkaufen. Ah. Ich verkaufe mal ein bisschen Harz. Ich weiß nicht, wie viel. Erstmal 5 Stück oder so. Ein paar Muscheln vielleicht. Ich habe auch ein paar Pilze gesammelt aufs Queen. Ich weiß nicht, ich habe nicht so viel, wo ich weiß, ob... Momentan ist bei mir alles rar, ne? Wobei, Karotten brauche ich vielleicht nicht so viele. Da verkaufe ich auch mal ein paar von. Ich weiß nicht, so dass ich vielleicht noch 10, 8 übrig habe. So. Hallo. So. Hallo. So, jetzt kaufe ich mal Baumwolle. Und dann nochmal Salat. Das reicht erstmal. Hi. Wow! Ihr seid Yayas! Wovon redest du, Kind? Ich bin Noho. Das ist Caleb. Wir kennen keine Yaya. Doch, ihr seid Yayas. Ihr seht aus wie meine Oma. Deine Großmutter ist ein Quido? Was? Meine Großmutter ist Yaya Haku. Ich kenne keine Quido. Wir sind Quido. Bin ich eine Quido? Das ist eine gute Frage. Weißt du, vor einigen Jahren traf ich ein Mädchen, das so aussah wie du. Sie war jung und stark. Sie schwamm sehr gerne. Sie schwamm durch 2 Meere. Sie schaffte es hierher, denn was sie schaffte, ist hinter den Sturmgürtel, wo das Meer nicht mehr Mara heißt. Die Sache ist, dass die beiden Meere durch ein großes Korallenriff verbunden waren. Man erzählte sich, dass dort die Tintenfisch-Quidos lebten. Halb Quido, halb Tintenfisch. Ich hoffe, ich spreche Quido richtig aus. Quido, Quido. Ja, sie hatten keine Beine, nur Tentakeln. Hast du dich verirrt? Ein bisschen. Das hier ist Quelis, oder? Das klingt ganz schön quälig. Ich suche nach einer Frau namens Saimi. Ich glaube, sie lebt im Leuchtturm. Die Flut setzte ein und ihr Sog war schrecklich. Das Mädchen schaffte es nicht mehr aus dem Wasser. Dann spürte sie, wie etwas an ihrem Fuß zog. Ja, sie ist die Dame des Leuchtturms. Okay, sie reden irgendwie aneinander vorbei gerade. Ich verstehe schon. Schließlich schaffte sie es ans Land. Mit letzter Kraft. Aber sie hatte überall an ihrem Bein Abdrücke von Tentakeln. Und das Meer war ruhig. Wenn du also hier auf Quill geboren wurdest, bist du ein Quido. Obwohl du nicht so aussiehst. Das ist gut zu wissen. Danke. Ich gehe zum Leuchtturm und frage nach. Geh zum Leuchtturm und suche nach Saimi. Nicht zu verwechseln mit Sashimi. Sashimi. So, was haben wir denn hier? Eine Krabbe? Kann ich gegen die kämpfen? Lesen. Oh, eine Krabbenpost. Oder was? Eine Krabbenpost stellt Nachrichten von überall aus der Welt zu. Manche davon in Sprachen, die niemand im Mara kennt. Okay, wir haben eine Krabbenpost. Eine leere Flasche haben wir jetzt. Saimis Brief. Wo habe ich denn jetzt... Ein Brief von... Wo habe ich jetzt... Ich check's gerade nicht, wo ich die Krabbenpost habe. Habe ich überhaupt irgendeine Krabbenpost? Was ist das? Okay, cool. Lesen. Achso, ich soll sie... Ich will sie lesen. Ich kann sie irgendwie nicht lesen. Wer weiß. Ich sammle mal den Müll ein, weil ich eine gute bin. Bringt bestimmt irgendwelche krassen Recycle-Punkte. Sie sieht schön aus. Hallo. Was sagt sie? Hä? Sollte eine Welle mein Schloss zerstören, wäre ich sehr wütend. Ist das Foreshadowing? Man weiß es nicht. Das ist ein schöner Strand. Hey du. Hallo, ich bin Koa.
Vielleicht könntest du mir mit etwas behilflich sein. Oh. Hallo, ich bin Bram. geht's dir gut? Nein. Es ist nur Brrr. Ich glaube, ich habe es vermasselt. Was hast du denn vermasselt? Mein Onkel eröffnet demnächst ein Restaurant und dafür brauche ich Vorräte. Also habe ich den Markt auf dem Markt Mais bestellt, aber brrr. Oh, sie haben nur Maissamen gebracht. Es ist ein Desaster. Aus Maissamen werden doch aber Maiskolben. Ich verstehe das Problem nicht. Nun ja, das Problem ist, dass ich keinen Platz habe, um sie anzupflanzen. Wenn du mir die Samen gibst, kann ich dir Mais bringen. Was? Wirklich? Natürlich. Ja, das wäre fantastisch. Mein Onkel Tucker ist wirklich nett, aber auch streng. Ich bin mir nicht sicher, wie er reagieren würde. Vielen, vielen Dank. Nichts zu danken. Geld, wir haben Maissamen bekommen. Cool, 4-mal Mais braucht er. Na, das kriegt man hin. Was machen wir dann, die wir uns anpflanzen, nehme ich an. Was ist das jetzt hier? Das sieht sehr zwielichtig aus. Ich sollte bessere Geburtstagsfeiern vorbereiten. Sind nur wie beide beim Picknick? Okay, hat Geburtstag veranstaltet und nur eine Person ist gekommen. Naja, immerhin kommt eine Person. Es gibt viele einsame Menschen oder Queeros oder wie auch immer die heißen, wo niemand kommt. Denke ich. Stimmt ihr? Genau. Gibt es denn hier wieder eine Krabbenpost? Koa ist erschöpft. Sie muss sich ausruhen und wieder Kraft sammeln. Ach, Koa. Jetzt bin ich. Wo bin ich? Wozu? Was? Was? Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Danke, Spiel. Ich steck's gerade nicht so ganz. Was ist das hier? Ist das ein Hotel? Ah, hier kann ich schlafen gehen. Aber wir haben es jetzt 9 Uhr morgens. Also, ich schlafe erstmal nicht. Oh Gott. Null Orientierung, Digga. Ach, ich habe die Karte, ne? Huch, falsche Taste. Karte. Also, es wäre schön, wenn ich sehen würde, wo ich mich befinde. Ich schätze mal hier irgendwo. Ah, hier kann ich auch handeln. Ah, ganz viel Fisch hat er. Na, müssen wir mal schauen. Wir brauchen erstmal Geld, um hier irgendwie Fisch zu handeln. Befürchte ich. Okay, da kann ich schlafen. Aber warum sollte ich denn da schlafen, wenn ich auch an meinem Schiff schlafen kann? Muss vielleicht Geld bezahlen. Oder ist es hier so ein... Wie bei der Pokémon-Welt, wo man sowas kostenlos machen kann. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal hier hoch. Das sieht ja leuchtturmmäßig aus, der Weg. Ich könnte mich aber auch irren. Ich gehe einfach mal hoch. Leuchtturm ist meist immer irgendwo oben, oder? Was ist das? Ah, ein Automat. Benutzen. Ich habe nicht genug Geld. Hallo, ich habe ganz viel verkauft. Oh. Ich habe Äpfel gefunden. Ich werde wahnsinnig. Sind das Apfelbäume? Ich kann nicht bestimmt Äpfel auf meiner Insel anpflanzen. Es geht voran, liebe Freunde. Es geht voran. Was ist das? Oh, Koa ist erschöpft. Ich muss mich ausruhen. Die Frage ist... Ah, hier. Ballorsch mir einfach mal einen Orangensaft, oder? Wo habe ich die Milch her? Wo zur Hölle habe ich die... Weiß irgendein Mensch, wo ich die Milch... Ach, kein Mensch... Ich trinke einfach den Orangensaft. So, schon besser. Oh Gott, sollte ich das tun? Ja, okay. Ich habe was riskiert und habe gewonnen. So muss es aber auch mal sein. Okay, da unten liegen wieder Äpfel, wie ich so halbherzig in meinem Augenwinkel erspähen konnte. Sehr gut, da kann ich bestimmt auch Apfelsaft draus machen oder so. Und vor allen Dingen, wie gesagt, die Apfelbäume züchten. Haben wir wieder ein paar Pilze? Ne, das sind keine Pilze. So, jetzt gehe ich mal hier hoch. Ich gehe mal davon aus, dass da oben, der, ja, das sieht vielversprechend aus. Das wird wahrscheinlich, von Saimi der Leuchtturm sein. Hier ist irgendwie noch eine Villa oder so etwas. Na, wir schauen mal. Erstmal gehen wir hier hoch. Niu. Ich bin so froh, dass ich den Orangensaft mitgenommen habe. So, jetzt gehe ich mal hier weiter. Ich zertrümmere das mal. Das sieht aus, als ob es hier vielleicht seltenere Sachen gibt. Ah, oh, nee, dafür brauche ich einen besseren Hammer. Na gut, dann nicht. Und hier? Das darf ich. War sogar einmal Eisen dabei. Da freue ich mir. Ich brauche Geld. So.
Okay. Los geht's. Mal gucken, was Frau Sushi Sashimi zu sagen hat. Aber das erfahren wir dann erst in der nächsten Folge. Wenn sie da heißt, You Made It Played, Summer Mara. Bis zum nächsten Mal. Bye.